Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja neulich hier diesen Tresor vorgestellt, den Master Lock Tresor. Den kann man hier per Fingerabdruck öffnen oder eben mit Zahlencode 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt habt ihr meinen PIN gesehen, aber bitte erzählt es keinem weiter. Und man kann den hier auf jeden Fall auch per Schlüssel öffnen, also mit einem ganz normalen Schlüsselschloss hier. Ja, drei Öffnungsmöglichkeiten hat der Tresor und ich habe im Video gesagt, dass dieses Schloss hier kein gutes Schloss ist. Wie ich darauf kam, werde ich euch gleich zeigen, aber erstmal gehen kurz liebe Grüße raus und zwar an Galaxy Switch, Luca Gaming TV und Valonio. Falls ihr auch gegrüßt werden wollt, Freunde, hinterlasst einfach einen Kommentar. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal mit dabei und ansonsten würde ich mich echt freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Und jetzt zeige ich euch mal hier ein Video. Das ist von dem lieben Erik Schimmel. Sein Kanal ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Der macht viel mit Lockpicking und der zeigt in diesem Video auf jeden Fall, wie leicht man den knacken kann. Der braucht hier wirklich nur einige Sekunden, um diesen Tresor zu knacken. Man muss aber auch dazu sagen, der Mann ist wirklich sehr geübt. Ich bin totaler Anfänger im Lockpicking. Das Einzige, was ich mal aufgeknackt habe, war ein normales Vorhängeschloss. Und ja, ein Video habe ich ja bereits übers Lockpicking gemacht. Das ist aber auch schon über ein Jahr her oder 1,5 Jahre. Ja, hier konntet ihr das sehen. Er hat das einfach geknackt. Das ging ziemlich schnell. Ich werde das heute auf jeden Fall auch versuchen zu knacken mit meinem Lockpicking-Set hier. Und wir werden uns erstmal aufwärmen und zwar mit diesem Schloss hier. Das ist so ein Vorhängeschloss, in dem man diese Stifte da betrachten kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Teil ist eigentlich gar nicht zum Üben geeignet, weil dieses Teil, ich weiß nicht, woran es liegt, das ist so einfach zu knacken. Dafür muss man echt gar nichts können, außer dieses Ding hier in das Loch reinschieben. Dafür muss man echt nichts können. Das ist so wie beim Kindermachen, ey. Da muss man auch sein Ding ins Loch reinschieben und auch nicht viel können. Wisst ihr, wie ich meine? Ihr werdet das gleich sehen. Ich habe das gerade eben auf jeden Fall schon mal aufgemacht, indem ich das einfach so ein bisschen da reingeschoben habe, bisschen hier rumhantiert habe und da ging das schon ziemlich schnell auf. Aber ansonsten, das Einzige, was ich mal geknackt habe, war noch ein normales Vorhängeschloss, aber dafür habe ich schon etwas länger gebraucht. Das sah man auch in dem einen Lockpicking-Video, was ich mal hochgeladen hatte und zack, schon ist es offen. Das geht wirklich sehr, sehr einfach, dieses Schloss zu knacken. Das ist ultra einfach. Aber das Teil ist auf jeden Fall nicht mit einem normalen Vorhängeschloss zu vergleichen. So, jetzt werden wir das Ganze probieren. Anhand dieses Schlosses hier. Hier sehe ich die Schwierigkeit für mich persönlich, dass dieser Schlüssel auf jeden Fall, oder dass dieses Schloss auf jeden Fall Stifte auf der einen Seite hat und auch auf der anderen Seite. Aber nichtsdestotrotz, Freunde, ich probiere das ganz einfach mal und wir werden sehen, ob ich es schaffe oder nicht. Oh mein Gott, ich habe das Teil gerade eben schon einmal geknackt. Ich wollte nur ein bisschen üben. Ungelogen, ich habe es wirklich aufgeknackt. Das hat nicht mal eine Minute gedauert. Ich schwör's euch. Aber kein Problem. Das kann kein Zufall gewesen sein. Ich werde das jetzt auf jeden Fall nochmal versuchen. Das ging wirklich so einfach. Ich kann es gar nicht glauben. Ich probiere das jetzt einfach nochmal. Ey, ich weiß nicht mal, was ich genau gemacht habe, aber es hat einfach funktioniert. Und wir probieren das Ganze jetzt einfach nochmal. Ich sag's euch, Freunde, das ging einfach auf. Das ist so ein schlechtes Schloss. Ich als totaler Anfänger, der gar keinen Plan hat, der hier gar kein Gefühl in der Hand hat, konnte das auf jeden Fall aufknacken. Und deswegen glaube ich, dass das echt gar kein gutes Schloss ist. Ich habe hier jetzt auch bestimmt nicht das perfekte Werkzeug dafür. Aber kein Problem, wir kriegen das hin. Oh, zieht euch das rein, Freunde! Zieht euch das rein! Oh mein Gott, das ist so ein schlechtes Schloss. Ich kann es gar nicht glauben. Und für den Tresor bezahlt man 180 €. Wir probieren das Ganze jetzt einfach noch einmal aus. Das ist ja das schlechteste Schloss überhaupt. Boah, ich könnte ausrasten, ne? Ich könnte wirklich ausrasten. Man kann hier auch diesen Hebel einfach rausnehmen. Das ist echt gar kein Problem, weil das Schloss, das bleibt einfach eingerastet. Fertig. Das ist so ein schlechtes Schloss. Also ich hier als totaler Anfänger, zieht euch das rein. Bam, das Teil ist offen. Da haben wir den Salat. Kann man, das ist so einfach zu knacken. Ich kann es gar nicht glauben. Was ist das denn? Boah, dieses Teil ist auf jeden Fall nicht sein Geld wert. Ich würde mir erstmal ganz genau überlegen, ob ich in sowas meine Wertsachen lagern möchte.
Ja, Freunde, ihr habt es gesehen. Eigentlich dachte ich mir so am Anfang, ich zeige euch das Video von Erik Schimmel und dann werde ich es einfach probieren. Aber ich werde es sowieso nicht schaffen, weil ich totaler Anfänger im Lockpicking bin. Aber das beweist auf jeden Fall, dass dieses Schloss extrem schlecht ist. Boah, also für ein Vorhängeschloss brauche ich deutlich länger. Das habe ich auch zwei oder nur einmal geschafft zu knacken. Aber das Schloss, das ist echt, ich kann es nicht glauben. Mir fehlen die Worte dazu. Schaut auf jeden Fall mal bei Erik Schimmel vorbei. Sein Kanal ist unten in der Beschreibung verlinkt. Der hat mich zu diesem Video inspiriert. Und ansonsten würde ich mal sagen, Freunde, ich bin ein bisschen schockiert. 180 Euro gibt man dafür aus. Was soll ich dazu sagen? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, wenn ihr noch mehr Tresor-Videos sehen wollt, lasst einen Daumen hoch da. Schreibt mir eure Vorschläge in die Kommentare. Ihr könnt euch noch weitere Videos anschauen. Momentan gibt es jeden Tag ein Video. Wir sehen uns. Ich hab euch lieb. Euer Johnny Hunt. Peace.